Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in Helldivers 2. Und ja, der große Ansturm auf Helldivers hat so ein bisschen dazu geführt, dass man leichte Verbindungsprobleme hat. Wobei diese Verbindungsprobleme, ganz ehrlich, die kenne ich aus Helldiver 1. Das ist ziemlich witzig und die laufen irgendwie aufs selbe hinaus. Publisher Arrowhead hat aber gesagt, hey, wir sind da dran und mal gucken. Also es kommen wirklich tagtäglich irgendwelche Patches raus und ja, mal gucken. Da Helldivers alleine okay ist, aber in einem Team, selbst mit fremden Leuten, sowas von viel besser ist, macht es natürlich alleine irgendwie wenig Spaß. Also mir persönlich. Deshalb spiele ich dann gerne halt im Team dabei und wenn man jetzt zum Beispiel sich dann halt so ein Ding hier Dieser anschaut Planet und wird man Teil der kann so ein Ding Barriere, jetzt die zum Beispiel, die ja gut, das sind jetzt Ausbreitung vier der von vier Terminiden drin, hier sind verhindert. fünf, hier ist Doch einer somit von vier drin, wenn muss man mal er von testen den kann, ob man Helldivers drauf zugreifen gesäubert kann, werden. bekomme ich diesen Jede Fehler, Sekunde Verbindungsfehler, sterben kann der weitere Lobby nicht Unschuldige. beitreten. Das Mein ist, Gewehr. ja, leider Gottes echt nervig und ich habe eigentlich ist es immer geschafft, irgendwann zu joinen, indem ich einfach nur gesagt habe, entweder hier kann ich mir natürlich aussuchen, was ich dann für ein Spiel spiele, ne, in dem Fall, also tötet Termiten, um diese Anzahl zu reduzieren. Das ist relativ simpel, weil man ist auf einer recht kleinen Map angehäuft, muss zum Beispiel 150 Feinde ja, umbringen und danach ist das Ganze vorbei. Ist in einem leichteren Schwierigkeitsgrad recht easy, umso höher, na, wird es schon manchmal ganz schön knacke. Also zumindest von Helldiver 1 gesehen. Wenn mir das aber recht egal ist, kann ich halt einfach hier hingehen und einfach Quadrat drücken. Dann sucht er mir jetzt halt nach anderen Spielern. Er sagt mir, er hat was gefunden, ein anderes Spiel. Verbindung zum Schiff wird hergestellt. Da muss man mal ein bisschen gucken, ob er das jetzt hinbekommt oder nicht. Synchronisation. Ah, es funktioniert sogar. Und es kann halt sein, dass ihr dann ja, trotzdem Verbindungsabbrüche bekommt. Einfach immer wieder draufklicken. Dann geht es eigentlich relativ gut. Und ich sag mal, das ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell bei mir. Also, das war wirklich super. Jetzt muss man gucken. Es kann sein, dass man so ein paar Probleme machen kann. Aber wir gehen jetzt einfach mal gerade hier allein auf mein Schiff zurück. Also in dem Fall relativ schnell reingekommen. Vorführeffekt nennt man sowas wohl. ich kann es halt einfach nur empfehlen. In der Regel habe ich in maximal 1 bis 2 Minuten immer ein Spiel gefunden. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Hauptproblem ist, dass die Anzahl der Logs, die geschrieben wird, generell auf den Servern, dass die begrenzt ist, damit da nichts durchdreht, etc. Und diese Anzahl der Logs hat halt dazu geführt, dass das normale Logging, wenn wir uns hier anmelden, ähnlich jetzt auf den Servern dazu führt, dass ja, die Kapazitäten erreicht sind. Ne? Also wie gesagt, einfach hier reingehen, wenn es Der egal ist. galaktische Mir Krieg persönlich ist es wartet nicht. meistens egal, was Sind für Sie Missionen ich bereit, spiele. Herr Hauptsache ich spiele Diver? die alleine und drücke einfach immer Quadrat auf der PlayStation. Schnelles Spiel. Und dann geht das immer relativ zügig. Ich habe gerade gesehen, das war natürlich gerade wirklich sehr, sehr schnell. Genau. Des Weiteren, was können wir noch machen bei Helldivers? Also heute hier nur in Anführungszeichen auf dem Überkreuzer, den wir halt haben. Ich habe es ja hier schon mal gemacht, also das ist dann der Überzerstörer, ist es so. Unser Schiff, was wir halt haben, hier kann man die ganzen Spezialitäten auswählen. Und da kann ich einen guten Tipp geben, wenn ihr zum Beispiel mal nicht sicher seid, zum Beispiel ist das Antimateriegewehr wirklich gut oder nicht gut. Das ist ein Sniper. Ne? Der eine mag das, der andere nicht, ist halt immer so eine Sache. Wenn ihr da nicht sicher seid, dann. Und ihr spielt zum Beispiel immer gerne mit Freunden. Ihr habt zum Beispiel einen Vierer-Squad, mit dem ihr eigentlich in der Regel rumläuft. Das ist das Beste überhaupt, kann ich jedem empfehlen. Dann sagt vielleicht der eine, okay, er holt sich das Gewehr, der eine holt sich das Gewehr, der andere holt sich das Gewehr. Ich zum Beispiel habe das rückschussfreie Gewehr genommen. Das kenne ich aus Helldivers 1. Das ist super geil gegen gepanzerte Gegner und kann richtig fetzen. Und ihr seht, man kann sogar mit 2 Leuten das ganze Ding bedienen. Dann kann man ziemlich, ziemlich schnell nachladen und das funktioniert ziemlich cool. Wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, kommt ein neuer Spieler dazu, ich kann das Ding ja auch nehmen. Also heißt, ich nehme das Maschinengewehr und das Ding mit. Habe eine relativ hohe Abklingzeit dazu. Ihr seht es, 480 Sekunden. Aber dann kann ich zum Beispiel mal einem Teammember diese Waffe geben, die er noch gar nicht selber hat. Das ist ziemlich cool und ja. Man kann dann natürlich ein bisschen, ja, mal durchgehen. Zum Beispiel dieses leichte MG wollte ich mir irgendwann mal holen. Das sieht auf jeden Fall auch ganz nett aus und da habe ich bis jetzt auch ziemlich gute Sachen von gehört. Müsste man mal überlegen, ob man das denn mal nehmen will oder nicht. Und wenn ihr zum Beispiel also das normale, schwere MG habt ihr ja immer dabei. Und wie gesagt, da auf jeden Fall im Team vielleicht mal aufteilen, wenn ihr jetzt sagt, keine Ahnung, im Freundeskreis, ihr zockt jeden Dienstag in der Woche oder wie auch immer, dann ist das ziemlich cool, dass man sich das so ein bisschen teilen kann dabei. Das gleiche gilt natürlich dann auch, wenn man, was ich, dann ein Sprungpaket hat, ne, zum Beispiel, oder diese Orbitalsachen, die gehen natürlich nur selber dann dabei, ne, aber auch da Abstimmung ist richtig gut. Zum Beispiel hier die Atlas, das sind diese Jets, die sind ziemlich stark, haben aber einen Nachteil, die kann man nur,
Ja, die kann man nicht unendlich oft einsetzen, weil dieses Flugzeug fliegt halt die ganze Zeit rum, hat keine Munition mehr etc. und geht dann halt zurück. Als Beispiel diese 500-Kilo-Bombe, die kann man nur ein einziges Mal verwenden, ohne wenn man keine Spezialitäten freigeschaltet hat. Da kann man in den Schiffsmodulen dazu machen. Also da vielleicht absprechen, das hilft auf jeden Fall ganz gut. Genau. Hier seht ihr dann auch wieder noch die anderen, ne? Also Vortas-Paket, Granatwerfer soll auch sehr stark sein, habe ich gehört. Oder Laserkanone fand ich auch mal ziemlich cool dabei. Ja, da kann man das dann wunderbar aufteilen und dem anderen halt einfach mal zur Verfügung stellen. Ihr könnt die Waffen ja auch ablegen im Spiel. Das ist auch ziemlich cool. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich für meinen Teil hab das MG-Geschütz nicht zum Anfang genommen. Ich habe das Gatling genommen, weil das Gatling einfach eine höhere Feuerrate hat. Das kann keine gepanzerten Ziele durchdringen. Das sieht dann ganz interessant aus, weil, oder das ist ein ziemlich cooler Effekt in dem Spiel, weil alles durch die Gegend fliegt, ne? Also die ganzen Kugeln und so prallen dann an denen ab. Aber dieses normale Fußvolk, nenne ich es jetzt mal, geht dann eigentlich ziemlich gut bei weg. Ja, aufgepasst natürlich, wo man die hinsetzt, weil, ja, wenn man halt dazwischen steht, ist das nicht ganz so gesund. Genau. Der Guard Dog selber ist da oben, diese kleine Drohne, nenne ich es mal, ist auch sehr stark. Ihr könnt die halt immer so mitnehmen und dann, ja, räumt die für euch ein bisschen mit auf. Kann man auch teilen, ne? Ist ziemlich cool. Oder zum Beispiel, wenn ihr mal seht, aha, der eine hat so einen Guard Dog und der wird dann, der stirbt als Beispiel und steht neben dem, dann könnt ihr den Guard-Dog von dem einfach aufheben dann davon. Wenn zum Beispiel das Spiel schon länger ja, läuft, dann kann er sich halt selber einfach einen neuen holen und fertig dann dabei, ohne dass man ihm dann halt was klaut. Das ist ziemlich cool und kann ich sehr empfehlen dann davon. Also, es gibt ja auch so Geschütze, die ihr aufbauen könnt, wo ihr dann auch selber reingehen könnt. Sowas ist natürlich dann auch damit gemeint. Ne? Dann nachher bei den Schiffsmodulen hier später. Kann man dann zum Beispiel mal gucken, ob man sich da auch abstimmen kann im Team. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr nett dabei. Zum Beispiel, wenn man dann auf den Adler geht, dann würde man hier dann den Hangar natürlich ein bisschen aufbauen, der sehr stark ist. Genau. Ihr seht oben rechts die Währung, ne? Also das Grüne, das, was jetzt hier 80 kostet, das sind die normalen Proben. Dann habt ihr die 8, sind die außergewöhnlichen, oder nee, die seltenen Proben sind das, glaube ich, dann dabei. Und dann gibt es noch dieses Pinke, das sind dann die Superproben, wenn man so nennen kann, oder ähnliches. Habe ich jetzt von meinem Spielstand noch nicht erreicht. Aber ja, wenn ihr euch mal fragt, wie ihr die bekommt. Proben liegen überall rum. Ne? Also in höheren Schwierigkeitsgraden bekommt ihr dann auch diese Orangenproben dann dabei. In den normalen gibt es dann halt immer die grünen recht viele von. Ich habe jetzt noch keine ausgegeben, bin jetzt Level 6. Also das funktioniert ganz gut. Wobei teilweise nach den Missionen die Belobigung noch nicht so ganz funktioniert. Noch da gab es ein paar Fehler. Ist den Entwicklern aber bekannt und sie sagen, sie ändern es. Und ich denke, bei den aktuellen Verkaufszahlen von Helldivers 2 sollte da auf jeden Fall noch was kommen, denke ich mal. Ist jetzt auch kein Studio, was ich, wie viele 100.000 Angestellten hat, etc. Da muss man halt auch mal ein bisschen, würde ich persönlich, Rücksicht drauf nehmen, gerade wenn kleinere Buden da mal so einen fetten Erfolg raushauen. Dann ist das schon ganz nett, wobei dahinter steht Sony, das muss man auch sagen. Also ist ja durchaus kein kleiner Spieleentwickler auf der Welt. Genau. Ja, oben das R, das sind ja, ganz normal diese Credits, die ihr halt dafür ausgeben könnt. Und darunter, das ist dieses, ja, Türkise, sag ich mal, das sind Übercredits. Übercredits selber könnt ihr kaufen für Echtgeld, wenn ihr das wollt, oder halt im Spiel bekommen. Ich habe jetzt schon 430. Die kann man finden, zum einen. Die kann man sich aber auch nochmal erspielen. Und das zeige ich euch jetzt gleich ganz gut, weil ihr könnt dieses Spiel, ich sag mal, beschleunigen, indem ihr Geld ausgibt, ein bisschen. Müsst aber nicht. Also das ist ziemlich cool und habt ihr eigentlich keinen Zwang, finde ich zumindest dann dabei, weil ihr müsst es trotzdem spielen, ob ihr Geld ausgibt oder nicht, ihr müsst dann halt Punkte damit erspielen dann davon. Genau. Akquisitionen haben wir oben. Wenn wir ein Quadrat drücken auf der PlayStation, dann gibt es einmal hier dieses normale ja, Ding, was wir zum Anfang halt haben. Also hier oben gibt es den Überstore, ne? Ihr könnt euch Sachen für die Übercredits halt holen dabei, Panzerung etc. Ja, kann man machen. Hier seht ihr zum Beispiel, was ich, ne? Verringerte Rückschüsse in der Hocke. Also es gibt dann auch so coole Anzüge, die man sich da holen kann. Ist dann auch natürlich ja, optisch dann was. Wer es möchte, bitte. Und hier kann man sich dann die Übercredits holen. 150 für 2 Euro. Wenn ich überlege, ich habe jetzt 430, ne? Also 5 Euro, ein bisschen mehr. Hätten wir dann schon ausgeben müssen, dann dabei. Ja, muss man immer sehen. Das ist jetzt kein Vollpreisspiel ist. Ich persönlich gebe für sowas nie Geld aus, in keinem Spiel. Dann, ja, muss man es halt immer gucken. Wobei, kein Spiel ist auch falsch. Früher, wo ich War Thunder gespielt habe, habe ich mir auch mal ein bisschen Premium gekauft. Genau.
Ja, Kriegsanleihenfortschritt. Das ist eigentlich nämlich das Coole. Neue Kriegsanleihen könnt ihr freischalten, indem ihr Übercredits verwendet. Das bedeutet, ihr müsst 1000 Übercredits haben, damit ihr hier reingeht. Ihr könnt mal hier reingucken, was ihr dann hier bekommt. Zum Beispiel gibt es dann halt den Sprengliberator dann dabei. Das ist natürlich schon ein cooles Ding, muss man sagen. Muss man gucken, was der dann genau kann, etc. Aber ihr könnt den halt dann freischalten. Ihr fangt. Ich zeige das gleich mal auf der anderen Seite dann dabei. Funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Wenn ihr diese 1000 Übercredits habt, lohnt es sich dann, das hier auszubauen. Ihr könnt das Ganze aber, ich glaube, für Vorbesteller der großen Edition, da ist das Ding automatisch mit freigeschaltet dann davon. Ja, tolle Sache. Und hier soll angeblich immer neuer Content kommen. Und ihr könnt, das verfällt nicht, ne? Also ihr könnt dann selbst, wenn ihr jetzt meinetwegen nach einem Jahr Spielzeit sagt, oh, ich habe jetzt was in diesem Standardding vergessen oder ähnliches, dann könnt ihr euch das noch holen. Genau. Pro Mission bekommt ihr oben rechts diese Medaillen da zugegeben. Und diese Medaillen selber, ja, damit könnt ihr euch dann halt tolle Sachen kaufen, wenn ihr das denn wollt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier reingehe, dann sehe ich halt, dass wir diesen Helm zum Beispiel, dass ich mir holen kann. Helme und Umhänge und so weiter sind aber nur Deko. Ganz wichtig. Das Einzige, was man wirklich, wo man was von hat, das sind die Panzerungen. Genau. Ich für meinen Teil, zum Beispiel hier, kann man sich 100 Übercredits holen, indem man einfach nur die Dinger holt. Das ist ziemlich cool. Dann davon, ich zeige euch das mal gerade hier unten. Also hier, wenn ich jetzt 6 von diesen Medaillen ausgebe, Medaillen bekommt ihr bei jeder Mission. Wenn ihr die Mission abgeschlossen habt, bekommt ihr Medaillen. Umso höher der Schwierigkeitsgrad ist, umso mehr Medaillen bekommt ihr. So einfach ist das. Ihr seht jetzt halt, weil in dem Fall gibt es nochmal 100 Übercredits, ne? Hier gab es auch 100 Übercredits, davor auch, ne? Also die würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen, weil ihr müsst dann immer den Block abschließen, ne? Also seht ihr zum Beispiel hier, ich muss noch 6 Medaillen ausgeben, damit ich hier diesen Block halt ja, verwenden kann, damit ich zum Beispiel diese Schrotflinte hier verwenden kann, wenn ich das denn möchte. Und dann lohnt es sich natürlich halt hier immer die Übercredits mitzunehmen. Das ist wirklich eigentlich Gesetz. Ich nehme mir auch mal gerne hier die Emojis mit, sofern mich die Panzerung nicht so wirklich hört. Das sind auch ganz ziemlich cool hier, die Helpwords, also diese Boosters, die es hier gibt, das ist ziemlich cool. Dann dabei, Helldivers sind vollständig mit Munition, Granaten und Spritzen ausgestattet, wenn sie aus ihrem Helport treten. Das ist natürlich schon ziemlich cool und gibt natürlich dann schon mal einen richtig schönen Boni dann dabei. Also da auf jeden Fall drauf achten, ne? Vitalitätsverbesserung, ne? Zum Beispiel ermöglicht es allen Helfern, Verletzungen standzuhalten. Ja, ist natürlich auch ganz cool. Also da sollte man sich das dann Ganze auch nochmal überlegen dann dabei. Das zählt für alle Helldivers, deshalb müsst ihr euch, wenn ihr im Team seid und euch absprechen könnt, ist ja manchmal auch nicht möglich, weil vielleicht Sprachbarrieren sind. Es gibt natürlich auch technische Barrieren. Sprich, der eine hat gar kein Headset oder sowas. Dann geht das natürlich nicht, ganz klar. Genau. So, also das dazu. Hier könnt ihr das so freischalten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ihr könnt auch hier neue Waffen freischalten. Ne? Das ist dann auch ziemlich nett, weil sonst steht man dann halt schnell. Gut, wir gehen mal hier zum Waffenschrank hin oder in die Waffenkammer. Dann steht man hier halt und hat dann hier keine Waffen drin. Genau. Ich selber habe jetzt hier 4 oder 3. Eine hat man ja immer standardmäßig, den Liberator. Ist eigentlich eine gute Waffe, muss man auch sagen. Funktioniert sehr, sehr gut. Ihr seht da unten auch hier den Schaden dann dabei, den das Ding halt macht. Jetzt, was ich dann mein Präzisionsgewehr, das hier ist wie so ein Karabiner oder sowas von anderen Spielen, also so ein Einschuss-Dingen. Macht ein bisschen mehr Schaden. Habe ich jetzt eine Runde mitgespielt, war okay, muss ich sagen. Die Maschinenpistole habe ich jetzt relativ neu, damit habe ich noch keine Runde gespielt. Und die Schrotflinte selber, von der war ich sehr enttäuscht. Die macht zwar, weiß ich nicht, ja, ganz gut Schaden, auch Entfernung relativ gut, aber ich muss sagen, es fehlt irgendwie so ein bisschen an Bums, ne? Obwohl der Schaden hier mit 360 sehr hoch angepriesen wird im Verhältnis zum Liberator, aber was ich nicht, dafür ist dann teilweise die Schussfolge zu langsam und so weiter und so fort, beziehungsweise hat man auch recht wenig Munition, finde ich zumindest. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen dann dabei. Bei sekundären Waffen habe ich ganz normal den Pacemaker, das ist die ganz normale Pistole, wie man sie kennt. Und ich habe hier noch die Redeeme genommen. Das ist wie so eine Art Uzi oder sowas, würde ich mal sagen. Zählt als Pistole, ist aber vollautomatisch, schießt das Magazin super schnell leer. Und ja, ist halt einfach so als letzter Ausweg auf jeden Fall ziemlich cool, wenn ich so sagen kann. Granaten kann man auch freischalten über das andere Ding. Also normalerweise hat man hier die. Die hoch, nee, die
Doch, die Hochexplosivgranate, und ich habe jetzt die Splittergranate noch beigezeigt, ist halt ein bisschen mehr eine Streuung. Könnte für diese, ja, ich nenne es mal Bugs, das ist irgendwie ein bisschen passender dabei, manchmal auch besser sein, weil man halt damit mehrere auf einmal trifft, weil das Ding hat halt einen sehr kleinen Sprengradius, dafür aber sehr, sehr stark, und das hat halt einen höheren Sprengradius und dafür ein bisschen weniger Power dann dabei. Genau. Also da muss man halt immer ein bisschen schauen, wie man das dann so machen kann dabei. Ausrüstung selber, also ich für meinen Teil habe mich, ich habe sonst halt immer diese normalen mittleren Panzerungen, die ihr halt habt. Ich habe jetzt eine schwere Panzerung mir dazu genommen. Damit ist man langsamer, man ist aber mehr gepanzert. Ich spiele aber aktuell mit der leichten Panzerung, die macht mir sehr viel Spaß. Ich bin schneller. Und ich habe halt unten nochmal so ein Boni dann dabei als Kundschafter. Auf der Karte platzierte Markierungen erzeugen 2 Sekunden lang Radarscans. Verringert die Reichweite, in der Feinde den Träger entdecken können, um 30%. Das ist ziemlich cool. Gerade wenn man natürlich mal vielleicht alleine rumläuft, weil dann kann man sich mal so an einer Patrouille vorbeischleichen, ohne dass die alarmiert wird. Das funktioniert sehr, sehr gut, wenn ich das so sagen kann. Genau. Also damit auf jeden Fall gerne rumlaufen dann davon. Genau. Also es ist ausgerüstet, ausrüsten, da ist ja grün, man könnte es vielleicht sagen, ausgerüstet, damit man es besser bilden würde. Helm, wie gesagt, ist nur in der Form erstmal nur als Accessoire dann dabei. Genauso wie der Umhang. Wobei, da gibt es natürlich auch schon coole Sachen dann, die man dann da reinnehmen kann. Ja, kurze Übersicht, was man denn so machen kann bei Helldivers. Was hier gibt es, glaube ich, später noch so ein Spiel, wo man halt so schnell die Codes eingeben kann. Wenn man die Codes für die ja, Unterstützungssachen geben kann, dann ist das schon ziemlich cool, gerade wenn man die auswendig kennt. Und ich habe schon ein paar gesehen, die hämmern da die Tasten rein. Das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Und ja, ansonsten halt immer hier die Befehle tagtäglich, ne? Eliminiere 3 Stürmer als Beispiel. Kann ich immer sehr empfehlen, weil die geben halt immer ordentlich ja, Geld, und das will man natürlich haben dann. Ja, kurzer Einblick hier, was man hier so alles auf dem Ding hier machen kann. Wie gesagt, wenn ihr im Team spielt, sprecht euch ab. Das ist richtig, richtig gut dabei. Ich zeige euch gerade noch mal eine kurze Sache, indem ich jetzt einfach gerade eine Die Mission gelenkte aktiviere. Demokratie ruft um Hilfe. Nur So. Sie können antworten, Nur Herr Sie können. Diver. Genau. Nehmen wir mal einfach das Ding Möge hier. der Feind. So, jetzt fährt er dann dahin. Wir springen da dorthin. Sturz bereit. Ich habe ja den Hellbot. Genau, und jetzt geht es ja noch nicht los, ne? Ganz wichtig. Jetzt machen wir erstmal hier dahin. Ja, okay. Orbit synchronisiert. Und jetzt kann ich hier mal den Booster auswählen. Ne? Helldiver sind vollständig mit Munition, Granaten, Spritzen ausgestattet, wenn sie aus dem Hellport treten. Finde ich persönlich einen richtig guten Booster, den reinhämmern. Ihr seht den Booster ja auch bei den anderen. Ne? Also da vielleicht auch mal abstimmen. Wenn ihr zum Beispiel noch schon einen anderen freigeschaltet habt, dann nehmt den einfach mit. Ich würde natürlich immer, weiß nicht, bevor man gar keinen mitnimmt, alle den gleichen mitnehmen, weil wenn zum Beispiel einer aus dem Spiel rausgeht oder ähnliches, dann weiß ich nicht, dann wird der Effekt wohl weg sein, würde ich mal meinen. Und ja, die anderen haben den dann nicht mehr dabei. Und ihr seht bei mir zum Beispiel, ich kann jetzt hier das Offensiv nehmen, ich kann den Vorrat zweimal nehmen und einmal defensiv dabei. Ja, das sieht man dann auch auf jeden Fall. Es gibt manche Sachen, die halt für einen selber sind, und es gibt manche Sachen, die sich das Team teilen. Zum Beispiel Ausrüstung, also wer die Munition bekommt oder ähnliches, das sind gelbe Taktikausrüstung, die sind ja. Die teilt ihr euch mit allen Helden was. Sprich, wenn einer das Ding zündet, dann haben es alle gezündet. Der Vorteil ist jetzt natürlich, dadurch, dass ich diesen Boost da drin habe, muss man den zum Anfang gar nicht verwenden. Also manche oder viele habe ich gesehen, die das Spiel spielen, die dann zum Anfang einmal dieses Ding halt raus und diese Ausrüstung, damit man halt volle Munition hat oder ähnliches, spare ich mir hierdurch. Ist dann auch sehr, sehr nett, wie ich das finde. Genau. Ja, und wie gesagt, ihr könnt dann halt, weil ich das MG und das rückstoßfreie Gewehr, das kann ich nicht zusammentragen. Und wichtig ist bei dem Gewehr, da ist ein Rucksack dabei, den auch mit aufheben. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst habt ihr das Problem, ihr könnt einmal schießen, danach ist das Ding alle. Und wenn ihr den Rucksack mit habt, könnt ihr relativ mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schuss, glaube ich, insgesamt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Beziehungsweise einer, der noch drin ist. Also das ist schon ziemlich cool dann dabei. Wir gucken da mal. Also, das war als kurze Übersicht dabei. Ich hoffe, das bringt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen weiter. Man kann hier sehr viele Sachen einstellen. Man muss ein bisschen ein paar Sachen testen. Gerade mit den Waffen würde ich einfach mal alle freischalten. Und dann wird man dann schon sehen, was gut ist oder was nicht. Genau. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Wenn es wieder heißt, Helldivers 2 in dem Sinne für die Demokratie. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.